Spinoraptor-Genom, das ist der, den ich schon erwähnt hatte, den habe ich mir genau so vorgestellt, ohne Witz, mit so einem kleinen Segel auf dem Rücken, so einer leichten Spino-Schnauze. Stegoceratops haben wir hier, sieht auch witzig aus. Moin und herzlich willkommen zurück in Jurassic World Evolution im Dr. Wu DLC, dem neuen DLC. Wir haben beim letzten Mal jetzt schon festgestellt, dass es bei den Tieren ein paar Neuerungen gibt, also auch bei den Tieren, die schon drin waren tatsächlich. Das kann aber auch durch das normale Update, also nicht durch das DLC kommen. Zum Beispiel ist dieser Styracosaurus hier ein Alpha in seiner Herde. Drei Tiere ist die Herde groß und er ist der Alpha, er ist quasi der Anführer. Er hat quasi die Hosen an in der Familie. Ja, und die Tiere schlafen jetzt auch. Also die laufen nicht mehr nur blöd in der Gegend rum, die schlafen tatsächlich auch. Das finde ich ziemlich cool, das sind sinnvolle Neuerungen. Vorher haben die sich nämlich nur hingelegt, wenn sie krank waren, jetzt legen sie sich auch hin zum Schlafen, das ist cool. Und jetzt würde ich mal sagen, wir gucken nochmal nach, kann ich nochmal eine Expedition starten, irgendwo hin? Ja, hier haben wir noch die letzte Expedition, danach haben wir alles geplündert auf der Welt. Das heißt, das Geld muss ich jetzt einzig und allein durch den Park erwirtschaften. Das ist natürlich jetzt brisant. Also ab jetzt wird es knifflig. Wir haben aber zum Glück schon eine Bewertung von 3 Sternen. Und der Brontosaurus hier, der Apatosaurus, der brütet vor sich hin. Das ist schon mal gut. Wie viel Geld nehmen wir denn gerade ein? Das ist jetzt eine ganz entscheidende Frage. 300.000 pro Minute. Okay. Schwankt natürlich ein bisschen. Wir bauen mal noch ein paar Läden. Läden kann man immer gebrauchen. Die sind so einladend. Ein bisschen, ich möchte ihn gerne so ein bisschen reinquetschen, weil ich nicht weiß, ob ich den Platz da vielleicht noch brauche, da vorne für irgendwas. Schön neben das Hotel, dann kommen da richtig viele Leute hin auch. Eigentlich müsste ich die Wege auch nochmal von Grund auf neu designen, glaube ich, weil das ist ja hier alles nicht wirklich platzsparend gewesen, was da am Anfang schon war. Aber ich nutze es jetzt einfach mal mit. Spart auch irgendwie ein bisschen Geld. Werd fertig, werd fertig, werd fertig. Ha! Bauen Sie zusätzliche Beobachtungsgalerien. Ich habe dabei sofort an Sie gedacht. Ja, das können wir tatsächlich machen. Das bringt nämlich auch Geld. Ach, guck mal, wir haben es schon abgeschlossen in dem Moment, wo wir es angenommen haben. Nicht schlecht. Ihnen in meinem Team sind wir unaufhaltbar. Wirklich gut gemacht. Wir sind unaufhaltbar. Rufbelohnung, verbessertes Marketing 2.0, globaler Betrieb. Nice, okay. Wir nehmen uns aber direkt noch mehr Missionen, würde ich sagen. Oder beziehungsweise noch mehr Aufträge. Und zwar möchte ich gerne einen neuen Auftrag in der Wissenschaftsabteilung haben. Die Wissenschaftsabteilung ist immer den nehmen wir auch direkt an. Um ihren Gewinn zu steigern. Sehr gut. Keine Stromausfälle für 10 Minuten. Das kriegen wir doch hin, oder? Das sollte gehen eigentlich. So, die letzte, wahrscheinlich die letzte Fossilienladung kommt an. Wir können hier noch ein bisschen was verkaufen, sehe ich gerade. Da hat sich noch einiges angesammelt. Danach brauchen wir erstmal wieder neue Lagerstätten, die wir erforschen müssen. Über den DLC. Und das geht nur durch die Aufträge bzw. Missionen. Sollen wir mal hier auf der Seite mal eine Gyrosphärenstation einrichten? Ich glaube, das ist eine sinnvolle Investition. Und dann ziehen wir die mal hier so durch. Komme ich da rum, ist die große Frage. Ja, da komme ich rum. Sehr schön. Nice, nice, nice. Müssen wir nochmal gucken, dass das mit dem Waldgebiet dann auch hinkommt. Nicht, dass ich denen jetzt hier zu viel Wald geklaut habe, den Dinos. Das wäre irgendwie uncool. Das hoffe ich mal, habe ich jetzt nicht gemacht. Ah ja, die brauchen jetzt natürlich wieder ein bisschen mehr Wald hier, die Kollegen. Dann machen wir das doch mal. Geben wir denen mal hier ein bisschen entlang der Gyrosphärenstation ein bisschen Wald. Und da sind sie wieder zufrieden. Ja, Gyrosphärenkugeln. Die Gyrosphären sind wieder da. Gyrospferde, Gyrospferde. Die schmecken auch so lecker. Die schmecken mindestens genauso gut wie die Anwälte, die verbesserten. Zu den Fossilen. Oh nein, Krankheit ist ausgebrochen. Oh nein. Kranke Dinos will keiner. Die will keiner sehen. Wir wollen nur gesunde Dinos. Kranke Dinos stellen eine potenzielle Gefahr für andere Dinos dar. Sie erhöhen das Risiko in den Einrichtungen. Nein, wirklich, Owen. Das ist, hätte niemand gedacht, wirklich. Das ist eine Erkenntnis. Das ist der Wahnsinn. Was der Owen alles uns erzählt, ne? Was wir alles nicht wissen. So, jetzt haben wir die letzte Stätte für Fossilien, die letzte Ausgrabungsstätte geplündert. Tja, jetzt gibt's kein Bonusgeld mehr. Ab jetzt müssen wir auf eigenen Füßen stehen. Moment, wir müssen mal den Ranger da noch markieren, damit der da
den zweiten Dino auch noch heilt. Bevor sich hier wieder so eine Epidemie ausbreitet. Ja, sehr gut. Keine, die haben Erkältung gehabt, das passt ja. Es ist ja auch wieder Erkältungszeit. Unsere Dinos haben auch Erkältung gehabt. Nehmen Sie den Auftrag an. Ich habe das Gefühl, der wird für uns beide. Ich glaube, den haben wir eh schon abgeschlossen. Ah, nee, okay. Wir brauchen noch einen Schutzraum, um auf 30% zu kommen. Dann machen wir das mal. Wir bauen mal direkt einen Schutzraum neben das Hotel. Hier passt eh nicht mehr viel hin. Na, vielleicht nicht so. Wartet mal, wir brauchen da doch nochmal eine Straße. Und dann kommt der Schutzraum da an die Seite ran. Was? Das geht nicht? Ja, dann mach mal halt hier hin so. So. Sehr schön, sehr schick. Dann verbinden wir jetzt hier auch gleich die Straße. Und dann können wir nämlich hier alles noch mit Verkaufsgebäuden vollpflastern. Okay, der Bronto wäre jetzt soweit. Wir warten aber noch, bis der zweite soweit ist. Apatosaurus, Verzeihung. Ich sag mal Brontos zu denen. Wir gucken mal, was wir hier noch für Läden haben, die wir dahin platzieren können. Wir haben auf jeden Fall noch eine Bowlingbahn. Ach, schade, hier ist so wenig Platz. Aber da passt, glaube ich, noch eine Schwebebahn hin. Eine Monorail-Station passt da, glaube ich, hin. Ja, erholen Sie sich doch ein bisschen mit Ihren Freunden auf der Bowlingbahn. Tun Sie das doch mal. Und lassen Sie Geld da. 100% von Trodon-Genom. Trodon ist eins der neuen Dinosaurier. Trodon ist einer der neuen normalen Dinosaurier. Zwei neue normale Dinosaurier gibt es. Wie gesagt, Trodon und Orolotitan ist der zweite. Und dann noch drei Hybriden. Einer davon ist der Spinoraptor. Trodon, genau. Muerta Ost. Sicherheitsmission. Unvollständig. Und Wissenschaftsmission. Okay, wir müssen uns auf Sicherheit und Wissenschaft konzentrieren, damit wir die Freischaltung machen können. Spinoraptor-Genom. Das ist der, den ich schon erwähnt hatte. Den habe ich mir genau so vorgestellt. Ohne Witz. Mit so einem kleinen Segel auf dem Rücken. So einer leichten Spino-Schnauze. Stegoceratops haben wir hier. Sieht auch witzig aus. Und Ankylo... Nee. Ankylodocus. Indominus Rex Tarnung. Das Splicen dieses Gens erlaubt es den Indominus Rex, sich zu tarnen. Das ist... Das wusste ich noch gar nicht, dass das auch drin ist. Krass. Was muss ich denn dafür machen? Takano Forschungslabor Mission 3. Takano Forschungslabor Mission 1. Mission 2. Wo sind wir hier eigentlich gerade? Auf welcher Insel? Wir sind doch auf Isla Takano, oder nicht? Nee, auf Isla Muerta. Ah! Isla Takano, Dr. Wus Geheimnisse. Die Existenz von Isla Takanos geheimnisvollem Forschungslabor ist nur jenen bekannt, die das Vertrauen von Dr. Henry Wu erlangt haben. Die Aktivität dort sind ein sorgfältiges, gütiges Geheimnis. Schließen Sie alle Missionen auf Muerta Ost ab. Muerta Ost ist das hier. Okay, also bevor wir hier hinkommen können, müssen wir erstmal hier fertig werden. Okay. Kleiderladen. Kleider machen Dinos. So. Und dann am besten gleich noch ein Restaurant, oder? Ein weiterer Sieg für die Wissenschaftsabteilung, dank Ihnen. Aber hallo. Das will ich auch mal meinen. Genau, dann machen wir gleich noch einen Auftrag. Was brauche ich denn hier für die Missionen eigentlich? Okay, wir müssen den Ruf verbessern, genau. Unterhaltung ist natürlich gerade am besten. Das ist eigentlich schlecht, das brauchen wir gar nicht, um weiterzukommen. Wir brauchen einen neuen Auftrag für die Wissenschaftsabteilung. Auftrag? Das ist gut, das läuft nämlich gerade durch das Restaurant. Ah, sehr schön. Das ist genau das, was wir gerade machen. Perfekt. Da ist es fertig. Nee, da ist es fertig. Aber hier müssen wir gleich schon mal dafür sorgen, dass wir die Preise anpassen. Für Geld und so, ne? So. Nice. Gute Arbeit mit diesen neuen Gebäuden. Jetzt können wir wachsen. Naschkatzosaurus. Jurassic Mampf. Ja, Rufbelohnung. Einzelgängeranpassung. Die Wissenschaftsabteilung bedankt sich. Ich ebenfalls. Einzelgängeranpassung, das ist die neue Sozialschiene bei den genetischen Anpassungen. Damit kann man bestimmen, wie viele Artgenossen die Tiere im Gehege haben wollen oder dulden. Das ist gar nicht schlecht. Also man hat jetzt auch bei diesen Eigenschaften, bei der Geborgenheit, Möglichkeiten über die Genetik, die Ansprüche der Tiere zu verändern. Das ging ja früher auch nicht. Das war ja alles statisch für jede Spezies. So, den können wir jetzt schon rauslassen, denn sein Kollege ist fast fertig. Ja, da ist er, der Brontosaurus. Apatosaurus, Verzeihung. So.
Lassen wir den auch mal raus. Inselbewertungsbelohnung. Kostenreduktion für Futterstationen. Nice. Dann öffnen wir mal das Tor hier. Für den Dino. Ihr geht da jetzt nicht durch. Ihr lasst das. Alpha, du lässt das. Benimm dich. Ja, genau. Geht zur Futterstation. Eine Sturmabwehrstation überwacht den Kurs eines eintreffenden Tropensturmes. Dann machen wir mal direkt die Schutzräume auf. Wie sie hier alle aus der Gyrosphärenstation rauslaufen. Ey, sag mal, wie viele Leute passen da eigentlich rein in dieses kleine Gebäude? Guckt euch das mal an hier. Das ist ein ganzes Fußballstadion. Wie chillig sie jetzt laufen auf einmal. Wir schaffen es eh nicht mehr, bis der Sturm vorbei ist. Da können wir auch langsam laufen. Okay, ich glaube, wir müssen wirklich dringend für mehr Wald sorgen. Warte mal, wir machen das Gehege nochmal ein bisschen größer, eine Spur. So, flupp, 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 flupp. Das sollte eigentlich schon... Oha, wie schnell verlieren die denn jetzt Geborgenheit? Alter Vater. Der rastet schon so ein bisschen aus da, der eine. Oh oh. Das wird knapp. Das wird Knäppchen. Okay, es liegt nicht nur an der Waldmenge. Es liegt auch an der Tatsache, dass sie definitiv noch einen Artgenossen brauchen, mindestens. Da müssen wir wohl noch einen züchten. Okay, aber zumindest... Ah! Wer will nicht im Showbusiness sein? Mit diesem Auftrag können Sie der Unterhaltungsabteilung jedenfalls helfen. Haben wir Schäden irgendwo? Oh ja. Haben wir. Dann teilen wir uns das mal zwischen den Ranger-Teams auf. Dass nicht jedes Team zum selben Haus fährt. Wir haben jetzt Einnahmen pro Minute aus Gästeanlagen, 23.000. Die müssten jetzt auch gleich wieder wachsen, während wir hier die Schutzräume öffnen und die Leute wieder in die Läden reingehen können, um was zu kaufen. Können wir noch? Wir können noch eine Bar bauen, komm. Wir bauen mal noch eine Bar. Eine Bar. Dann haben wir nämlich alle wichtigen Gebäude für Einnahmen und Besucherwohlbefinden. Und das sieht gut aus. Komm, wir brauchen nur noch 3000 pro Minute. Komm. Dann läuft das hier. Mit der Bar müssten wir das eigentlich erreichen. Das Problem sind jetzt, glaube ich, tatsächlich die Brontos. Ich glaube, der geht hier jetzt schon rüber, um da beim Zaun Stress zu machen. Der ist, glaube ich, jetzt schon am Ausbrechen. Ich glaube, ich kann direkt schon die ACU auf die hetzen. Einverstanden. Das wird sonst so nix. Mehr Geld führt zu noch größeren und besseren Shows. Das ist zum Besten aller. Oh ja. Eingehende Übertragung. Ah! Unterhaltungsmission Nummer 1. Ausbrüten und im selben Gehege freilassen. Ich brauche ein paar neue Dinosaurier. Okay. Sie brauchen Arbeit. Oder etwa nicht? Sieht nach einem Wink des Schicksals aus. Was sagen Sie? 4 Corythosaurier, 4 Edmontosaurus mit einer Bewertung von 28, 8 Struthiomimus mit einer Bewertung 12. Stellen Sie sicher, dass jeder Dinosaurier in einem sicheren Gehege untergebracht bleibt. Alles klar. 4 Corythos, das ist aber recht einfach, glaube ich. Corytho ist nicht so schwer, Edmonto ist nicht so schwer. Ja, ich starte das mal schon. Ob ich die aber noch hier reinkriege, weiß ich nicht. Genau das wollte ich hören. Das wird vom Bestand her nicht gehen, glaube ich. Die spannendste von allen. Hab ich recht oder hab ich recht? Das wird der Bestand nicht hergeben, fürchte ich. Da brauchen wir ein Gehege für die. Ich suche nach 3 Dinosaurier-Spezies. Sorgen Sie ruhig für Abwechslung. Dann werden wir Sie ein wenig aufpeppen. Bessere Dinos, bessere Shows, mehr zahlende Kunden. Sie kennen das Spielchen. Isaac möchte also qualitativ hochwertigere Dinosaurier als Exponate, hä? Davon hätten wir wohl alle etwas. Der Aufwand wäre wahrscheinlich gerechtfertigt. Aber nun ja, ich werde etwas Zeit brauchen. Der Cabot Finch hier wieder mit seinen Sprüchen, die er hier klopft. Irgendwann wird er nochmal gefressen, der Cabot. Ich warte da schon seit Folge 1 drauf, ohne Witz. Haben wir hier schon mal einen Weg dazwischen gebaut, denn jetzt baue ich hier nochmal ein zweites Gehege auf. Da packt man dann die Edmontos und die ganzen Tiere, die für die Mission jetzt relevant sind, rein. So. Also die brauchen gar nicht so viel Auslauf, diese Sorten. Die brauchen, glaube ich, eher kleine Gehege oder sind mit kleinen Gehegen zufrieden, sagen wir es so. Und dann können wir das mal anwerfen.
Der Apato ist ja schon zur Hälfte fertig. Wir haben ja schon ein paar Edmontos, die verbessert sind. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch zwei weitere. Dann betäube ich jetzt einfach mal die zwei Edmontos, die wir jetzt schon haben. Oh, was ist da los? Ah! Anfrage bestätigt. Da macht einer Stress. Das gibt's ja gar nicht. Hä, wieso ist denn der Diplo betäubt? Der soll doch gar nicht betäubt sein. Produkt muss eingesammelt werden. Was für ein Blödsinn. Oh nein. Schnell, Ranger. Oh nein, Dinosaurierausbruch. Der Albtraum eines jeden Parkbetreibers ist wahr geworden. Betäub ihn schnell. Oh scheiße. Zum Glück treibt der Hubschrauber die anderen Dinosaurier da gerade weg. Nein, ah, jetzt kann ich doch da wieder nicht reparieren, weil da der Bronto liegt. Scheiße. Jetzt muss erst wieder ein Transportteam kommen und den abholen. Hol den da weg, los, schnell. Und da ist es wieder, das Chaos. Sowas passiert, wenn man zu Langhälsen immer nur Bronto sagt. Apatosaurus ist tatsächlich Brontosaurus. Das ist gar nicht so falsch. Zustellung wurde so, Moment. Aufgabe hinzufügen. Reparaturanfrage bestätigt. Repariert das. Komm, bevor noch weitere ausbüchsen. Hallo, seid ihr inkompetent? Ich muss es selber machen, ich sehe schon. Ah, okay, sie haben es geschafft. Sehr schön. Warum ist denn jetzt hier ein Stromausfall? Bah! Aufträge, Aufträge, Aufträge. Wer hat einen neuen Auftrag? Auftrag, Auftrag. Diese Musik. Produkt wird eingesammelt. Ah ja, der Edmonto ist fertig. ACU bitte einmal betäuben. Danke sehr, danke sehr. So. Wo sind denn die anderen Edmontos? Wo sind denn die? Da ist einer. Und einer muss noch irgendwo sein. Es waren drei. Oder es sind jetzt drei. Wo ist der dritte? Da ist einer. Ah nein, das können wir. Ah, wir haben ja noch gar keine Upgrades hier gemacht. Deswegen schießen die auch auf alle falschen Tiere. Ah mein Gott, nein. Scheiße, Treffsicherheit und alles fehlt noch hier. Und Planung. Es fehlt alles noch. Oh Gott. Oh Gott. Was für ein Drama. Was für ein Drama, ACU. Wo sind die? Wo ist der letzte hier von den Edmontos? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Er ist wieder weg. Er hat sich wieder versteckt. Scheiße, okay, aber der findet sich schon wieder. In einem geordneten Gehege findet sich alles wieder. Zustellung abgeschlossen. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Da ist er. Bestätigt. Sehr gut. So, jetzt müssen wir die Brontos wieder betäuben. Und bitte nur die Brontos. Also Apatos, verdammte Scheiße. Ob ich das jemals wieder hinkriegen werde. Füge Aufgabe hinzu. So, der Kollege von denen ist jetzt aber fertig tatsächlich. Chaos im Herbivorengehege. Chaosbär wäre wesentlich zutreffender. Beginne Produkttransport. Let's Chaos. Warum habe ich denn hier so wenig Strom? Ich mache mal hier noch ein Leistungsupgrade in das Kraftwerk rein. Verbesserte Leitung. So, oder, warte mal. Ach so, nee. Ja, hier hinten brauchen wir da auch noch Strom. Meine Güte, ey. Meine Güte, ey. Da ist ja noch gar kein Strom. Mensch. Mensch. Ja, das passt natürlich wieder nicht. Das war mir so klar. Oh, die brauchen mehr Wald. Moment. Ah, wie er sich hinsetzt. Guckt mal. Das ist auch neu.
Das haben die früher auch nicht gemacht. Der schläft wieder, guckt mal. Das ist auch alles neu. Dieses ganze Verhalten und so, das ist neu. Transport abgeschlossen. Das ist voll cool. Ich finde das voll geil. Das ist richtig nice. Also, wir brauchen noch einen Edmonto auf jeden Fall jetzt. Für die Mission halt, ne? 4 Korytosaurier brauchen wir auch. Koryto. Da müssen wir das Genom erstmal modifizieren. Den geben wir mal auch hier ein Regenwaldmuster. Bin mal gespannt. Die sehen dann vielleicht so ein bisschen so ähnlich aus wie die Edmontos. Okay, hier könnten wir jetzt die Waldgröße, die die brauchen, erhöhen. Und die ein bisschen näher an die Edmontos ranbringen zum Beispiel. Aber das mache ich jetzt mal nicht. Dazu weiß ich nämlich nicht gut genug, was ich tue. Ah, guckt mal hier, hier. Das ist auch interessant, ne? Seht ihr das? Bei Sozial und Bestand steht jetzt hier bei Sozial 2 bis 13. Wenn ich jetzt diese neue genetische Modifikation anwende, brauchen sie einen Artgenossen weniger bei Sozial. Oder können einen weniger vertragen. Ein Dinosaurier wurde erfolgreich aufgezogen. Lassen wir den mal raus. Haha. So, den betäuben wir gleich mal. Die Futterstationen müssen aufgefüllt werden. Aha. Wieder einmal. Ist das gerade ein Sturm? Nee, ne? Da hätte ich schon eine Warnung gekriegt. Ich glaube, wir müssen tatsächlich wirklich 4 Edmontos auch freilassen für die Aufgabe. Also einfach die zu nehmen, die schon da sind, reicht tatsächlich nicht. Wie schön das jetzt aussieht mit diesen wechselnden Lichtstimmungen durch den Tag-Nacht-Wechsel, ne? Das muss man wirklich mal sagen. Es wird gleich viel lebendiger dadurch. Dass sie das nicht von Anfang an drin hatten, ist ein Skandal eigentlich, oder? Also das, finde ich, ist so ein Standard-Tag-Nacht-Wechsel, der einfach drin sein muss bei so einem Spiel. Produkt wird transportiert. Genau. Einige unserer Dinosaurier haben auch sie den Instinkt eines Jägers. Sie sehen ein Ziel und hören nicht auf, bis sie es erreicht haben. Fordern wir mal gleich noch einen an, und zwar auch wieder für die Sicherheitsabteilung. Wenn sie diese Mission abschließen. Nee, das lehne ich aber ab. 2 Pachycephalos, da müsste ich jetzt ja erstmal Pachys züchten. Das ist mir jetzt zu anstrengend. Den betäuben wir den Knaben wieder, ne? Und den packen wir gleich direkt darüber. Bestätige Aufgabe. Der braucht ja auch Artgenossen, glaube ich, oder? Auch der Artgenossen? Es ist ein Balanceakt. Ich verstehe, man sieht's gar nicht gerade. Verstehen Sie? Nun, Claire vielleicht nicht. Aber der Punkt ist, Sie müssen Ihren Dinosauriern den nötigen Platz bieten. Und dieses Mini-Gehege reicht nicht. Das ist ja auch nicht sein Gehege, Owen. Owen ist auch nicht der Schlauste. Das ist doch nur das Aufzuchtgehege, Mensch. Das richtige Gehege, da kommt er doch jetzt erst rein. Ach, Owen. Wann haben sie dir denn dein Gehirn weggenommen? Rüdos haben wir fast vollständig, wie gesagt. Ich glaube, ein Edmonto müssen wir doch noch züchten. Der eine zählt einfach nicht, der da schon drin ist. Der zählt einfach nicht damit rein. Ja, wir brauchen noch einen Edmonto, definitiv. Schade, dass der eine nicht zählt. Aber so ist es halt. Edmontosaurus. Können wir gleich mal einen züchten hier, komm. Der geht eh schnell. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich auf jeden Fall noch einen Edmonto brauche. Sollte ich genug Korytos haben, werde ich den Koryto, den ich jetzt zu viel habe, einfach verkaufen. So, der wurde abgesetzt. Produkt wurde zugestellt. Und, reicht das jetzt? Nee, ne? Edmontos haben wir immer noch nicht genug. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall noch einen. Und das ist jetzt noch ein Koryto. Es ist, glaube ich, schon richtig, dass ich noch einen mir ranhole von beiden. Das reicht immer noch nicht. Oder haben die jetzt nicht die richtige Bewertung dafür? Ah ne, stimmt, da steht ja auch Korytosaurus Nummer 3. Alles klar. Wir brauchen noch zwei, also noch einen von jeder Sorte. Und dann die 8 Struthiomimen. Dann haben wir die Mission. Sehr schön, jetzt können wir den auch mal bei Tageslicht betrachten. Jetzt sehen wir auch mal die Musterung von dem Dschungelmuster. Ja, da ist immer ein bisschen grau mit drin auch, ne? Also auch bei dem hier.
Ist auf jeden Fall interessant, wie der andere da im Hintergrund noch liegt, ey. Freiheit! Was für eine schreckliche Freiheit! So, dann ACU und betäuben. Einverstanden. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Und dann brauchen wir jetzt Struitiumimen. Wo sind sie denn? S. Unter S sind sie. Da. Genom modifizieren. Das müssen wir jetzt schnell noch machen. Geben wir dem auch mal ein Regenwaldmuster. Immunität haben sie. Besonders effizientes Blut kriegen sie noch. Und Stärke des Herzens, genau. So, das geht ja schnell bei denen. Das dauert ja nicht lange. Produkt wird eingesammelt. Das geht ja ganz fix. Ja, und so hat man dann auch als netten Nebeneffekt ein schönes Pflanzenfressergehege, ne, wo die Leute sich freuen, wenn sie die Tiere sehen können. Das ist schon auch cool. Also auch für die Zuschauer hier, also für die Besucher des Parks. Für die Zuschauer des Parks, ja. Oh, wie schnell das geht hier. Guckt euch das mal an. Freilassen und... Freilassen. Guckt mal. Der ist schlumpffarben. Der Struitiumimus. Das ist ein Schlumpf. Schlumpfosaurus. Naja, gut, nicht ganz. Er hat orangene Streifen. Und hat so ein bisschen so einen graublauen Look. Das ist auch interessant eigentlich. Sieht cool aus. Huch. Gleich direkt die nächsten anwerfen hier. So, das sind dann jetzt schon... Mit denen hier sind es jetzt schon 4. Dann haben wir ja schon die Hälfte, nicht schlecht. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Hole Produkt ab. Und auf die Frage, ob ich schon einen neuen Hybriden habe, nein, habe ich noch nicht. Die muss man erst freischalten und daran arbeite ich gerade so ein bisschen. Ich mache jetzt gerade die Aufträge und Missionen und dann irgendwann kann ich auch Hybriden machen. Das ist halt wieder eine komplett neue Kampagne mit neuen Freischaltungen und so. Neue Aufträge, die man machen kann. Und das ist halt wie im Hauptspiel auch. Ne? Das hast du halt nicht alles von Anfang an direkt freigeschaltet. Du musst es dir halt erst erspielen. Was auch gut ist, weil sonst wäre es langweilig, wenn man ja alles direkt von Anfang an machen könnte. Also ich fände das sehr langweilig. So, betäuben. Und den dahinter direkt auch. Genau, die werden jetzt schon transportiert, die beiden anderen. Während die beiden schon betäubt werden, können wir schon wieder die nächsten anschmeißen. So, Struitiumimus, sauber. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Komm schon, betäube sie. Betäube sie, betäube sie, betäube sie. Wir haben jetzt schon 6 insgesamt, wenn die da fertig sind, die jetzt gerade ausgebrütet werden. Da brauchen wir nur noch 2 und dann haben wir die Mission abgeschlossen, hoffe ich. Da müssen wir wahrscheinlich das noch eine Zeit halten, schätze ich mal. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Wie das durchrennt beim Struitiumimus. Es ist halt auch der billigste Dinosaurier, den man machen kann. Bestätige Produktzustellung. Der ist quasi noch wertloser als ein Gallimimus. Selbst Gallis sind geiler. Ja, gleich die nächsten reinsetzen hier in die Warteschlange. Transport hat begonnen. Ich schätze, ich habe zu gratulieren. Jawohl. Rufbelohnung, verbessertes Bauwesen. Sauber, die Verwaltung wurde verbessert, ist auch gut.
Da können wir auch gleich mal reingucken hier bei der Forschung, ne? Wartet mal, da haben wir auch neue Optionen. Und zwar hier unten. Genau, bessere Anwälte. Globaler Betrieb senkt die Kosten für Anwaltshonorare um 20%. Also die schmecken dann besser für den T-Rex, wenn er die frisst. Ich bin aber fast der Meinung, wir sollten mal die Baukosten senken tatsächlich. Dann sind die teuren Gebäude, die wir dann bald auch bauen müssen, nicht ganz so teuer. Und dann sparen wir ein bisschen Geld. Bevor sich das nicht mehr lohnt, das zu machen. So, wir haben sie beide. Also alle. Produkt wurde transportiert. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Na, ja, da ist ja noch ein Betäubter. Aber der wird schon abtransportiert, wie ich sehe. Anfrage bestätigt. Alles klar. Sieht gut aus. Jetzt haben wir sie alle. Jetzt haben wir sie alle beisammen. Jetzt müssen wir sie nur noch ins Gehege kriegen. Dann ist die Mission abgehakt. Struthio Mimos am Fließband. Ja, echt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, die kommen in den Burger rein, in den Dino-Burger. So viel Massenproduktion, wie das ist. Das sind dann Struthio Mimos Wings. Das klingt zwar nicht so geil, doch man könnte sie Struto Wings nennen. Oder Struto Wings. Schön knusprig garniert und paniert und gewürzt. Da schmeckt das dann richtig gut. Die sind auch richtig schön groß. Da hat man ordentlich was zu beißen.